Das ist aber echt lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub. Nice. So. Womit habe ich denn das verdient? Meine Güte. Plan B ist damit hinfällig, würde ich sagen. Ha, Volltreffer, klasse gemacht. Ich frage mich auch, womit du das verdient hast. Ja, ich mich auch. Deswegen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das fühlt sich so anders an. Warum trage ich immer noch diese Maske? Problem gelöst. Ah, schon viel besser. Meine Güte! Live Cardio, hallo! Wo sind wir? Weißt du das? Und Moment! Das ist meine Taschenuhr. Ich habe das seltsame Gefühl, überall danach gesucht zu haben. Du hast eine ganz schöne Nummer abgezogen. Der 10. Taschenuhr. So, das sollte für dich ausreichen. Alles gut. Und jetzt sollte ich wohl mal ein paar zur Party zurück. Reparierte Taschenuhr. Benutze die Taschenuhr bei jeder beliebigen tickenden Uhr. Dadurch wird dein Spiel gespeichert und die Uhr zu deinem neuen täglichen Startpunkt. Jetzt, da du die Uhr operiert hast, steht dir der ganze Tag zur Verfügung. Ich finde die Musik geil, ohne Flachs mal. Ha, da hat jemand heimlich bei der Arbeit getrunken. Gute Show, schlaf dich aus, Mann. Und eine neue Errungenschaft. Sixpence und so klug wie zuvor. Und wir haben den gerettet, der sterben sollte. Nimm die Maske. Du wirst ihre Kraft brauchen. So, Reginalds Beherrschung der Uhren. Mit Sixpence Maske kannst du eine Verbindung mit den Uhren im gesamten Haus erstellen. Benutze jede beliebige Uhr im Anwesen, um zu 16 oder 20 Uhr zu springen. Du hast Reginalds Leben gerettet. Er war der persönliche Uhrenmacher des Besitzers dieses Anwesens, des Marquis. Nun, aber mehr als das, aber was wichtig ist, ist, dass die Uhren in diesem Haus auf ihn eingestellt sind. Jetzt, da du seine Maske, seine Kraft, die werden auf dich reagieren. Ich muss gehen. Nee, du musst gehen, schnell. Ich muss gehen, voilà. Selbst jetzt versucht das Anwesen, deine Taten ungeschehen zu machen. Du kannst dich wehren und ein Leben nach dem anderen retten. Dieser Tag wird erneut beginnen. Ich bete, dass Sixpence kraftig aus diesen Räumen befreit. Wenn du dich verirrst, findest du mich im Casino. Ich werde bei der Uhr nach dir suchen. Es gibt hier noch so viele andere Gäste, die deine Hilfe benötigen. Ah, hier ist irgendwas ziemlich zickig, weil ich da was verhindert habe, würde ich sagen. Und wir starten von vorne.
solchen Tagen wünsche ich mir immer etwas weniger. Das Einzige, was mich an denen stört, ist, dass die, das Sexy Blue Tail. Das große Foyer. Finde das Casino. Okay. Das Einzige, was mich hier so an dem Spiel ein bisschen stört, ist, dass die Dialoge zu schnell weg sind. So schnell kannst du gar nicht nachlesen, respektive vorlesen. Okay. Hier ist ja was los. Ich habe die Kreuz 9 gefunden. Interessant. Hier liegt auch noch was. Aber ich denke mal, hier komme ich wohl nicht durch. Ah. Meine Maske brennt, als wenn ich die der Tür näher, als ob mich etwas wegdicken würde. Okay. Hey, hier oben ist auch noch eine Karte. Das ist schon ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Auch so mit der Musik dann. Du guckst einfach nur durch und auf einmal hast du Musik. Ist schon ziemlich geil. Bone! Oh Gott sei Dank! Ah, und hier sind schon zwei wieder, die ich retten muss, so wie es aussieht. Na, das sieht man hier an diesen Masken. Ich war mir nicht sicher, ich wusste nicht, ob du die Kapelle verlassen konntest. Aber das kannst du. Wir haben eine Chance. Das Casino, das Herzstück des Sexy Blue Tail. Die Gäste hier sind Trinity und Clay. Es gibt noch mehr, aber du kannst noch nicht zu ihnen. Was Zeit, dich umzusehen und zu lernen. Du musst sie retten, beide zusammen. Du hast Reginald gerettet und deine Maske gibt dir die Kontrolle über seine Uhren. Ich habe alle aufgehört, sie haben alle aufgehört, aber wenn du sie aufziehst, werden sie dir nützlich sein. Ich habe den Schlüssel für diesen Bereich gefunden. Mehr kann ich dir derzeit nicht machen. Hört sich auch interessant an, mehr kann ich dir derzeit nicht machen, lol. Jede angetriebene Uhr im Anwesen kann mit einem bestimmten Schlüssel aufgezogen werden. Benutze den passenden Schlüssel mit der Uhr, um sie aufzuziehen. Durch das Aufziehen der Uhr wird die Karte des Gebietes aufgedeckt und du hast die Möglichkeit, die Uhr als täglichen Startpunkt auszuwählen. Benutze den Aufziehschlüssel. Ich finde dich, wenn ich kann, Bone. Rette Clay und Trinity. Die macht immer eine Sauerei auf dem Boden, ey, meine Güte. Clay Rockwright, der Rohling am Anzug, und Trinity Corken, Otte im Licht. Die muss ich jetzt retten. Dann ziehen wir die Uhr nochmal auf. Und ich habe diese Uhr jetzt auch als Startpunkt benutzt. Durch das Z.
Ah, da ist ein Schuss gefallen. Die ganzen Sounds, die ihr hört, by the way, sind alles Sounds, wenn jemand getötet wird. Okay. Und ich darf auch nicht von den Gästen gesehen werden, das habt ihr ja schon bemerkt. Ergo, ich muss mich dann immer so ein bisschen verstecken. Ja, beziehungsweise ich darf nicht in den Raum reingehen, wo bereits ein Gast drin ist. Dick Bube! Die Schlange, die sich um den Raum schlängelt, muss unecht sein. Die Haut fühlt sich aber schrecklich echt an. Oha! Flasche mit allen Giften aus der Welt. Etwas Alkohol. Oh, da komme ich nicht durch. Etwas Kaltes und Solides blockiert den Weg. Das war knapp, würde ich sagen. Gut, die Party hat mich angefangen. Ich finde die Musik total genial. Schade, du kannst hier nicht wirklich schnell weitermachen. Und Crazy Cat Lady, hallo hier, meine Liebe. Bedient fällt Steuerüberwachungskamera 2, aber du kennst den Code nicht. Schlecht. Oh no! Ah, hier bin ich. Okay. Tschüss! Gehen wir mal hier rein. Sterne verfügt über eine Anmut, die äußerst reizvoll wirkt. Sie ist mit einem Ottensymbol markiert. Nicht wundern, dass das Bild jetzt ein bisschen komisch wird. Das gehört so. Das ist der Sicherheitscode für die Überwachungskamera im Bedienfelder. Sehr nice. Gucken wir doch mal auf die Map. Na, was haben wir denn da? Sicherheitscode, ah, alles klar. Hier hat man ja auch noch eine Kamera. Da haben wir eine Kamera, da haben wir eine Kamera. Alles klar.